Guten Morgen. Guten Morgen. Wir nehmen euch heute mal mit in unseren Alltag und zeigen euch mal, was wir halt die letzten Wochen so gemacht haben. Denn das Gleiche machen wir heute auch wieder. Und zeigen euch gerade noch unsere Airbnb-Unterkunft. Die kennt ihr ja noch gar nicht. Ist ein bisschen außerhalb von Bangkok. Also wir fahren ungefähr 45 Minuten in die Stadt mit Bus und Bahn. Ja, und hier stehen wir halt direkt im Wohnzimmer. So sieht es hier aus. Und hier ist halt die Küche. Normalerweise dürfen wir halt hier nicht kochen, aber da wir vegan sind, dürfen wir das, weil es halt dann nicht nach Fleisch riecht. So haben wir das mit dem Vermieter abgesprochen. Und ja, hier ist auch schon unser Schlafzimmer. Das ist eine richtig schöne Wohnung. Da vorne ist ja der Schrank mit dem Spiegel. Und das Bett, müssen wir leider sagen, ist nicht sehr gut. Da merkt man jede Feder drinne. Aber ansonsten ist die Wohnung wirklich sehr schön. Hier sind wir auch direkt an der Straße, an der Schnellstraße. Mit einem schönen Ausblick. Abends ist es auch sehr schön. Und ja, hier wie gesagt die Küche. Einen großen Kühlschrank haben wir auch mit einem Gefrierfach. Und eine Mikrowelle. Und was wir uns selbst gekauft haben, hier noch den Reiskocher. Genau, wir haben uns einen Reiskocher wieder gekauft. Und wir haben, glaube ich, nur einen Wok, einen Teller. Nee, vier Teller hier, zwei Teller. Ein Wok, Reis da unten. Also mehr braucht man auch wirklich gar nicht. Stehen nochmal welche. Und ja, hier ist das Badezimmer. So sieht es hier aus. Ganz normal. Also da hinten ist unser Balkon. Ja, so sieht unsere Wohnung hier aus. Ja, ist auf jeden Fall schön gemütlich. Ja. Und das Coole ist, wir haben hier in dem Raum eine Klimaanlage und im anderen Raum. Also genau. Die schlüpfen sich nirgendwo kaputt. Ja. Echt schön. Ja, jetzt gehen wir erstmal einkaufen, Vorräte wieder ein bisschen auffüllen. Worauf wir aber noch kurz eingehen wollten, ist auf das gestrige Video, weil ihr habt ja zum großen Teil gedacht, wir würden uns rechtfertigen wegen der E-Mail, beziehungsweise dass der Person das halt nicht gefallen hat in Bali. So ist es natürlich nicht. Eigentlich war der Grund der E-Mail einfach, dass wir andere Leute warnen wollten, dass die das, was sie in unseren Videos sehen, vielleicht nicht zu 100% auch erwarten können, wenn sie selber an diese Orte reisen. Das war eigentlich der einzige Grund. Genau, dass jeder halt anders empfindet. Und vielen, vielen Dank für euer Feedback bezüglich unserer Videos und uns selbst auch. Also es hat uns sehr gefreut. Es kamen so viele Nachrichten, dass wir es irgendwie jetzt gar nicht mehr geschafft haben zu antworten. Nee, also es waren, glaube ich, über 300 oder 200 Kommentare. Und ja, Direktnachrichten, E-Mails. Ja, also Wahnsinn. Der Hammer. Also vielen Dank dafür. Und ja, bezüglich halt negativen Kommentaren, da wurden wir halt auch drauf angesprochen, dass wir uns die halt nicht zu Herzen nehmen sollen. Die E-Mail haben wir uns nicht zu Herzen genommen, also es ist alles gut. Wir haben das nicht auf uns bezogen, das haben wir auch erklärt und es war, wie gesagt, keine Rechtfertigung. Und wir haben schon oft Hate-Kommentare bekommen. Davon kriegt ihr überhaupt nichts mit, weil wir das einfach nicht öffentlich machen. Wir löschen die Kommentare, wir sperren die Personen und genau, das wollen wir einfach nicht öffentlich machen. Ja. Und natürlich muss man erstmal lernen, damit umzugehen, aber das soll halt auch gar nicht das Thema sein, sozusagen. Wir wollten das jetzt einfach nur mal klarstellen, das war nämlich eine andere E-Mail, dass halt nichts missverstanden wird. Es ging uns, wie gesagt, einfach darum, dass wir auch anderen weiterhelfen wollten und ja. Genau. So ist die Sache. Und aber, wie gesagt, richtigen Hate, den blocken wir einfach, weil manche Leute beleidigen wirklich richtig extrem oder gehen unter die Gürtellinie und ja, das wird dann auch einfach weggeblockt, weil sowas wollen wir auch nicht im Leben haben, das muss nicht sein. Konstruktive Kritik ist gut, da gehen wir gerne drauf ein. Aber wenn uns einer sagt, wie hässlich wir sind, ja, dann tschüss, such den neuen Kanal, das war's. Genau, das ist eigentlich die Vorgehensweise. Und jetzt geht's ins Großstadtgetümmel. Ja. Shopping. Die Lage der Airbnb-Wohnung ist sowieso total genial, weil hier vorne ist die Bahnhaltestelle und da hinten ist der Big Z, das grüne Schild, und das ist das riesige Shopping-Center. Ja, und da gehen wir jetzt auch hin. Tasche packen und raus hier. Was ja auf jeden Fall auch super ist, man hat hier so Keykarten und da kann keiner in die Anlage reinkommen, ist also auch super sicher alles. Und ja, wir wohnen im 20. Stock, haben eine schöne Aussicht über die Stadt, vor allem zur besseren Seite hin, weil jeden Abend können wir den Sonnenuntergang sehen und der sieht richtig schön aus hier. Wir haben außerdem Fitnessstudio und einen Pool, das zeigen wir später dann auch noch, weil wir gehen noch trainieren und mal ein bisschen schwimmen. Genau, und eine Wäscherei ist drin, die ist zwar nicht umsonst, aber auch günstig. Ja.
Was hier immer ganz schlimm ist in Thailand, vor allem hier auch im Big Z, alles wird in diese miesen Plastiktüten gepackt, vor allem doppelt und dreifach. Hier sind auch schon mal zwei in einer, damit zählt und sowas. Und ja, damit wir das ein bisschen vermeiden, sind wir immer unterwegs hier mit unserer Reisetüte. Das ist eine wasserdichte Einkaufstasche, die ist auch echt top und total reißfest, denn die ist aus dem gleichen Material wie unser Rucksack. Der wasserdichte, ja, und so sparen wir immer viele, viele Tüten. Ja, und die paar Tüten, die wir bekommen, die nutzen wir dann hier als Müllbeutel. So belasten wir übrigens nicht unnötig die Umwelt. Das ist jetzt unser Einkauf hier. Wir haben insgesamt 18,80 Euro bezahlt, haben jetzt zwei große, ja, relativ große Wassermelonen, 12 Mangos, 3 Papaya. Große, ja. Papaya vor allem, weil die sind echt, ja, riesig. Der Rest seht ihr ja eigentlich. Kokosnussnüsse, Reisnudeln, die sind immer sehr lecker. Ja, Gurken, ja, ein paar Bananen. Nüsse kann man eigentlich nicht meckern für den Preis, vor, nee, allem für 12 Mangos. Ne? Ja, wenn man denkt, die kosten Deutschland ja schon 1 bis 2 Euro, manchmal so um die 2, oder? Dann wären das schon 24 Euro. Ja. Ja, ja, ist schon, ja, echt super. So ernähren wir uns im Moment wieder gesund, weil auf der Reise hat das ja nicht immer so gut geklappt. Nee. Und dann sind wir eigentlich wieder schön gesund am Essen und am Trainieren. Ja. Das tut echt gut. Jetzt gibt es erstmal noch ein bisschen Reis und Jessie, die ist so lieb, die macht mir jeden Morgen mein Frühstück aus Reis. Das ist voll cool. Wir essen eigentlich immer Früchte wohl ganz viel, aber ich werde davon meistens nicht satt oder müsste echt so viel essen. Und ja, dann gibt es immer Reis dazu, den habe ich heute Morgen nicht mehr ganz geschafft, deswegen teilen wir uns den jetzt. Und dazu gibt es noch eine leckere Kokosnuss. Genial ist auf jeden Fall auch, dass wir ein echt gutes Fitnessstudio drin haben. Hier gibt es eine Menge Geräte und Laufbänder und alles mögliche und das hat eine super schöne Aussicht hier oben. Und ist auch wirklich ausreichend groß. Wir haben auch eine Klimaanlage drin, da schwitzt man sich nicht kaputt. Ja, Jessie, die läuft gerade ein bisschen, macht sich warm, ich bin schon in den Hanteln. Jetzt wird erstmal, denke ich, eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde Sport gemacht. Wahrscheinlich ansehen kann, sind wir echt platt vom Training, aber im Moment gehen wir eigentlich regelmäßig trainieren, so 3-4 Mal die Woche klappt da auf jeden Fall, wenn es ging sogar 5 Mal. Und ja, wir zeigen euch noch kurz den Pool, der ist richtig schön. Vorne in den Häuschen, da kann man sich dann hinlegen, ja. Und ja, hier hat man die ganz coole Aussicht über Bangkok und hier geht es auch noch hoch zur Dachterrasse. Das hier ist jetzt auch was zur täglichen Routine gehört, nämlich Wassertanks auffüllen. Wir haben hier so ein Gerät auf dem 5. Stock und ja, wir haben zwei 6 Liter Wassertanks sogar und die kann man zusammen für 10 Baht auffüllen und das sind insgesamt dann nur ungefähr 27 Cent, super günstig. Wir haben jetzt kurz vor 6 und haben bis gerade noch am Namibia-E-Book gearbeitet und die weitere Route geplant. Ja, und da im Moment so viele in Bangkok sind, haben wir beschlossen, ein spontanes Treffen zu machen mit mehreren von euch. Und es war halt leider nicht möglich, jeden Einzelnen zu treffen. Es waren bestimmt 10, 12 E-Mails, die reingekommen waren. Und jetzt sind wir, glaube ich, insgesamt 10 Leute. Und jetzt gehen wir zusammen essen.
Jetzt sitzen wir ja alle zusammen und ja, alle verstehen sich gut, haben alle so den gleichen Background, alles Reisende. Viele, die kommen gerade aus Myanmar oder aus Kambodscha und ja, ist eine super lustige Runde. Macht echt Spaß, wir vertauschen schöne Erfahrungen aus. Ja, die zwei da hinten, die drei, die kennt ihr sogar wahrscheinlich noch aus dem Bali-Video. Die reisen jetzt auch um die Welt. Ja, und an sich, super nette Truppe. Jetzt sitzen wir noch ein bisschen zusammen. Und ja, schauen wir, was der Abend noch so bringt. Ich hab keine Stiche, nix hab ich. Hier wird gerade der Stichheller getestet. Das ist wahnsinnig toll. Weiß ich schon, von wem wir uns nicht freuen. Bye! Wir sind jetzt wieder draußen, war ein super schöner Abend, wieder ganz, ganz viele neue nette Leute kennengelernt. Ja, der harte Kern ist gerade noch da, ein paar Leute sind schon unterwegs und ja, danke euch! Danke euch, wenn ihr das seht, es war echt schön mit euch. Hat echt Spaß gemacht. Ciao. Wir bleiben in Kontakt. Auf jeden Fall. Wir hoffen es. Ciao. Gut, mach's gut. Ciao. Was machst du? Schon nach Mitternacht und gehen jetzt eigentlich nur noch ins Bett. Ja, wir hoffen, euch hat unser Alltagstag gefallen. Der Abschluss war ein bisschen speziell, das passiert natürlich nicht jeden Tag hier in Bangkok, aber es war ein super schönes Treffen, total nette Leute wieder kennengelernt, hat richtig Spaß gemacht. Vor allen Dingen wieder so Gleichgesinnte zu treffen und richtig tolle Gespräche zu führen. Ja, vielen Dank euch dafür. Ist immer wieder toll, wer so mit uns kreist, euch kennenzulernen. Ja, den einen oder anderen kannten wir ja schon, aus zum Beispiel aus Köln oder damals von Bali, die Weltreisefamilie, World Safari Family. Genau. Ja, so ist es, also es ist echt immer wieder ein Highlight. Ja, und bei uns geht's jetzt ins Bett, wie gesagt, wir sind müde. Und dann würden wir sagen, bis zum nächsten Video. Ciao. Macht's gut, ciao.